Ich rieche die Diamanten. Ah, nur Eisen, okay. Oh Gott! Oh Gott, 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 Diamantenschwert hat er. Oh Gott! Ach du Scheiße! Zack! Nein! Nein, das glaube ich ja wohl nicht! Da läuft er! Nein! Oh, Kacke! Ins Wasser! Wow! Boah, war das knapp! Aber nein, bitte! Diamantenschwert! Ja, ich habe es! Ich habe es! Oh, ein Glück! Alter, ich habe da gerade mit so einer schlechten Rüstung gewonnen! Mann, hatte ich wieder ein Glück! Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zur allerersten Runde von Ender Games. Ich möchte euch heute ein wenig Ender Games vorstellen und oh, da war Skype. Das tut mir leid, dass da gerade mein Skype-Geräusch war. Ich will erstmal hier ein Biom, denn man kann für Biome abstimmen. Wir nehmen mal das Biom, ach keine Ahnung, Forest ist, denke ich, ganz gut. Da haben wir auf jeden Fall Bäume. Hallo, hallo, hallo. Und das Kit habe ich schon gewählt, da habe ich den Schinken mal gewählt, damit wir nämlich später diesen Schinken im Inventar liegen haben. Und mit dem immer genug Nahrung haben. Denn Nahrung kann immer bei vielen nur herumlaufen, sage ich mal, schnell knapp werden. Das weiß man ja als alter Minecrafter. Und da ist, glaube ich, der Schinkenkit oder das Schinkenkit ziemlich gut für, um das Problem halt zu lösen. Und wie ich schon sagte, wir sind jetzt hier in einem Forest-Biom. Es gibt wirklich eigentlich jedes Biom zur Auswahl. Und mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube, das Pilz-Biom irgendwie, oder wie es heißt, ist nicht mit drin, weil man da nicht ganz so gut kämpfen kann. Aber auf jeden Fall gibt es jedes Biom. Und schnell, okay, zwei Eisen. Ah, geil, scheiße. Hat sich weggeportet, aber ich habe es noch bekommen. Super. Merkt euch diese Plattform hier oben. Die besteht ja größtenteils aus Obsidian. Und die wird nämlich später nach der Schutzzeit oder kurz bevor die endet, explodieren. Und dann werden auf der kompletten Karte Obsidian-Blöcke verteilt sein. Da natürlich so eine Plattform, wenn die hochgeht, auch Partikel hinterlässt. Und wenn man auf so einen Obsidian-Block später raufklickt, das werde ich euch dann auch noch zeigen, erhält man einen bestimmten Effekt. Also so eine Art Gomme-Mode-Blöcke eigentlich sind das schon bald. Das ist schon wirklich hammergeil. Und was Ender Games noch so zu bieten hat, möchte ich euch heute gerne vorstellen. Wir sind immer eigentlich in jeder Runde auf einer anderen Karte, denn jede Runde wird eine andere Map generiert hier bei Ender Games. Und es gibt hier auch natürlich so eine unsichtbare Grenze. Ich springe mal gegen. Batz, da wird man weggeschleudert, wenn man dagegen springt. Damit man halt nicht einfach, ja, weglaufen kann. 5000 Kilometer weit. Und sich dann sagt, ja, ich bin eh in weiter Ferne. Ihr bekommt mich nicht, ihr bekommt mich nicht. Auch wenn das an sich gar nicht möglich ist. Denn Ender Games. Ender Games hat ja schon so den Namen oder diesen Titel Ender mit drin. Und Ender verbinde ich eigentlich immer so mit Enderperlen oder mit einem Enderman. Halt mit solchen Hin- und Her-Port-Sachen, sage ich mal. Und darauf basiert auch das komplette Spiel. Ihr seht schon, die Items in den Truhen, die bewegen sich, die porten sich in der Truhe hin und her. Aber nicht nur die porten sich, sondern auch die Spieler. Und darauf baut Ender Games auf. Auf diesem Hin- und Her-Porten der Spieler. So, da vorne sehe ich schon Spieler. Die Schutzzeit ist zwar vorbei. Achtung, ey, das sind meine... Ey, bleib mal locker hier. So, Kollege, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, ja, ja. Darauf gönnen wir uns erstmal hier ein paar Erfahrungsfläschchen. So, da sind wir schon bald Level 2. Auf der Karte sind nämlich Verzauberungstische verteilt, mit denen man dann später die Sachen natürlich verzaubern kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt in eine Höhle rein, wie zum Beispiel hier, und dort erstmal Diamanten farmen und Obsidian farmen. Denn, ja, man erhält den größten Teil eh in den Truhen und oder halt direkt auf der Oberfläche. Und hier schreit es nach Action. Und oh, ich glaube, der hat den... Das Archer-Kit. Mit dem Archer-Kit kann man Headshots verteilen. Oh! Batz! Oh, 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 oh! Warum nimmt er nicht den Bogen? Jawohl, wir haben ihn, wir haben ihn. So habe ich... Hat er... Ja, der hatte noch Pfeile dabei. Hammer. So, da oben, den bekommen wir. Achtung! Yes! Komm schon, den bekommen wir. Ich glaube, viele Pfeile haben wir nicht mehr. Zack! Zack! Jawohl! So macht man das. Hammergeil. So, da vorne habe ich gerade einen Namen gesehen. Ich kann ja... Oh ja, der Kompass hier, da steht auch im Chat. Der nächste Spieler ist nur noch 35 Blöcke entfernt von uns. Da laufe ich mal der Kompassnadel hinterher. Und rauf hier! Du bist nicht sicher. Perfekt. So, hier sind noch Sachen. Nee, da ist nichts mehr drin. Okay. Die Truhen, die porten sich übrigens auch. Eigentlich
alles, woran man denken kann, portet sich hier so, sage ich mal. Natürlich so die Grundblöcke hier nicht, das heißt die Erde oder der Boden unter einem, der wird nicht plötzlich verschwinden. Das wäre es ja auch, obwohl doch, das ist auch möglich, durch das Porten. Oh oh. Denn man kann natürlich Fallen bauen und dort die Gegner reinlocken oder beziehungsweise irgendeinen, der halt per Zufall dann geportet wird. So, und ich stelle mal eben hier eine Crafting Table auf und baue mir mal einen Helm. Ich habe noch gar keine Ausrüstung. Ach du Kacke. Normalerweise, eine gute Runde verläuft eigentlich so, dass man direkt in den Anfangstruhen schon, sage ich mal, Diamanten findet. Und naja, das ist jetzt nicht der Fall gewesen soweit. Aber was soll man machen? Übrigens, durch den Helm kann ich jetzt nicht mehr geheadshottet werden. Das ist der Vorteil von dem Helm. So, Kompass dahin. So, ich gehe mal eben darüber. Da vorne sehe ich ja noch eine Truhe. Meine entzündeten Augen sehen dort eine Truhe. So, da haben wir nochmal Eisen. Ah, geil. So, das heißt, wir können bald... Und da ist ein Obsidian-Block übrigens, den ich auch vorhin schon angesprochen habe von der Spawn-Plattform. Der ist hier hingeflogen und zack, jetzt habe ich hier so einen Geschwindigkeitsboost und kann damit entweder die Gegner töten oder von denen weglaufen, wie man es halt gerade einsetzt. So. Wow. Alter, jawohl, geil. Da hat einer nicht richtig zu Ende craften können. Und dann ist das Eisen da gedroppt. Geil, jetzt haben wir dadurch natürlich einen dicken Vorteil. Der das gerade verloren hat, ärgert sich sonst was. Aber so ist Ender Games nun mal. Dass sowas nicht kontrollierbar ist. Man kann halt aus der unglaublichsten Kampfsituation, wo man eigentlich so gut wie tot ist, entweder gerettet werden oder man kann auch, sage ich mal, aus dem Kampf plötzlich rausgerissen werden, was dann vielleicht nicht immer ganz so gut ist, aber auf jeden Fall nicht total schlimm ist. Oder man kann halt, wie gesagt, auch in Fallen geportet werden. Und ich denke mal, das Coolste an dem Ganzen, an den Porten, was ich auf jeden Fall cool finde, Es ist kaum noch möglich, sage ich mal, wirklich im Team herumzulaufen, denn stellt euch mal vor, ich würde hier mit irgendeinem... Oh Gott. Na geil. Da hat jemand, glaube ich, gerade probiert, eine Falle zu bauen. Um nochmal bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Stellt euch vor, ich bin gerade, sage ich mal, in irgendeiner Höhle und werde von einem Dreierteam bedroht. So, was macht man dann? Normalerweise ist man dann ja so gut wie aufgeschmissen. Es reicht, wenn man keine guten Sachen hat. Aber wenn dann plötzlich bei diesem Dreierteam die Teampartner getauscht werden und die gar nicht mehr wissen, mit wem sie da überhaupt gerade kämpfen, beziehungsweise ob die links neben einem überhaupt mit einem selber so im Team ist, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied und ein komplett anderes Spielgefühl wie Survival Games. Allgemein ist das natürlich hier schon vom Grundprinzip her wie Survival Games, aber ich finde... Trotzdem völlig anders. Gerade halt durch die Kits, die man sich wählen kann und durch Coins kaufen kann. Coins erhält man übrigens durch Spielerkillen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie viele Coins ihr habt, dann müsst ihr auf euren Levelbalken in der Lobby schauen. Dort steht, wie viele Coins ihr habt. Und dort könnt ihr auch über die Truhe Kits kaufen. Oder wenn ihr es besonders eilig habt, könnt ihr natürlich auch über unsere Kaufseite... Oh, wo bin ich denn hier? Die Kits kaufen. So, okay, ich bin zwei, okay, warte mal, ich verzauber erstmal meinen Bogen, mit Level 1, so, denn ich hoffe immer noch darauf, dass ich eventuell bald mal hier irgendwie noch Diamanten finde, Gold, eine Truhe, ich dachte schon Diamanten, nee, und ich mir dann schön ein Diamantenschwert craften kann. Ich kann mir einfach zu gut vorstellen, dass die anderen, die hier noch... Okay, die drei anderen, die hier noch dabei sind, alle schon irgendwie einen Diabrustpanzer haben oder, keine Ahnung, Diaschwert, irgendwie sowas. Und ich gleich im Kampf völlig aufgeschmissen bin. Hoffe ich natürlich nicht, aber kann vorkommen. Kann vorkommen, aber schauen wir einfach mal. Auch so eine Situation ist nicht der Weltuntergang. Da kann man sich auch retten. Und ich laufe jetzt mal hier zum nächsten Spieler. Immer dem Kompass hinterher. Hey! Hey, Kompass! I want to know if you'll be my girl. Och, Alter, die Spectator. Das ist noch ein Bug, den wir fixen müssen, aber an sich... Oh, Leute! Da wurde ich gerade im Kampf geportet. Das hat mir vielleicht auch den Arsch gerettet. Wer weiß. Wer weiß. So, jetzt muss ich ein bisschen laufen, aber eventuell finde ich ja dadurch jetzt Diamanten. Nee, schade. Hätte sein können, aber
Ich finde doch Diamanten. Irgendwann. Irgendwann. So, mal schauen. Ich finde auch allgemein, jeder dritte lädt, sage ich mal, Survival Games hoch. Ender Games, mal die coole Alternative, finde ich. Muss ich, ich habe das Ganze nicht programmiert, ich darf das Ding hier loben. Programmiert wurde das Plugin übrigens von Tobi Nextdoor und Snox. An die beiden natürlich dickes Kompliment. Ich finde das Plugin wirklich richtig gut gelungen. Und es gibt wirklich nur sehr wenige Bugs, die sie natürlich auch noch fixen werden. Und an sich ist das wirklich ein richtig cooles Plugin. Es kam auch schon von verschiedenen YouTuber-Seiten Lob natürlich rein. Und das ist auch, was heißt natürlich, das, sowas ist nicht selbstverständlich. Das habe ich auch direkt an die, upsala. Nein, mein Eisen dürfte da jetzt noch liegen. Verdammt, ich habe mein Eisen verloren. Huch. Truhe, wo bist du hin? Liebe Truhe, sag mir, wo bist du hin? Vielleicht hier hinten irgendwo? Hallo, Truhe? Hallo? Da oben auf dem Baum, ich sehe sie. Bleib da. Bitte nicht wegspawnen. Da oben. Ich komme. Ich rieche die Diamanten. Ah, nur Eisen, okay. Oh Gott. Diamantenschwert hat er. Oh Gott. Ach, du Scheiße. Zack. Nein, das glaube ich ja wohl nicht. Da läuft er. Nein! Oh, Kacke, ins Wasser. Wow. Boah, war es knapp. Aber nein, bitte. Diamantenschwert. Ja, ich habe es. Oh, ein Glück. Alter, ich habe da gerade mit so einer schlechten Rüstung gewonnen. Mann, hatte ich wieder ein Glück. Und ich habe noch 3 Diamanten. Geil. So, Zaubertisch, wo bist du? Und wir haben Finale. Ach du Schreck. Da würde ich doch mal meinen. Der ist noch relativ weit weg. Nee, ich habe keine Lava dabei. Sonst würde ich jetzt eine Falle bauen. Aber gut, dann halt nicht. Ich nehme mal den Obsidian-Block für den Effekt. So, und einen Zaubertisch. Haben wir hier vielleicht noch einen Zaubertisch irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Da vorne kommt auch schon der Spieler. Und Batz! Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ja, ich bin tot. Schade. Weil ich nicht mehr mein Leben richtig regenerieren konnte. Aber ich glaube, er hat auch nicht mehr viel Leben. GG. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall Ender Games. Ich hoffe mal, ihr mögt das Plugin. Wenn ihr den Entwicklern und auch mir zeigen wollt, dass euch das Plugin gefällt und ihr vielleicht auch die Folge hier mögt, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und ja, dann sage ich nochmal, ihr könnt das ganze Plugin hier spielen auf gomad.net. Kommt gerne vorbei und zockt es an. Ich denke mal, die Grundsachen habe ich euch gerade erklärt. Viele Dinge, die werdet ihr auch, denke ich, einfach im Laufe des Spiels oder mit der Erfahrung noch dazu lernen. Ich kann euch nochmal so ein paar Kits zeigen. Ich werde jetzt die Runde nicht spielen, aber wenn man hier mal in die Truhe reinschaut. Oh, na geil, jetzt beginnt die Runde schon. Oh, weia. Na Leute, da muss ich jetzt aber mitspielen oder was? Nee, das machen wir in einer anderen Runde nämlich. Und, Alter, der hat einen coolen Skin. Das machen wir in einer anderen Runde. Wenn ihr mehr haben wollt, dann müsst ihr mir das natürlich erstmal zeigen. Vielleicht findet ihr das auch total kacke hier alles. Und ja, dann werde ich nochmal jetzt hier in der Lobby vielleicht euch die Kits näher bringen. So, wartet. Wir haben nämlich hier wirklich ziemlich viele Kits. Es werden auch in Zukunft noch mehr kommen. Ich hatte eben den Schinken-Kit. Da steht auch immer eine kleine Beschreibung bei. Erst recht hier mit diesem Buch. Und da ist eigentlich nichts falsch zu machen. Ja, und das wär's dann erstmal für die Folge. Haut da rein, bis zum nächsten Video und tschö mit Ö.